479. BK Kirmes öffnet am Freitag. Vom 29. Juni bis zum 3. Juli findet die diesjährige BK Kirmes statt. Rund 180 Fahr- und Schaugeschäfte werden dabei geboten. Die Eröffnungsfeier am Kirmesfreitag beginnt um 15.30 Uhr. Um 16 Uhr wird die Kirmes dann offiziell unter anderem durch Oberbürgermeister Sören Link mit dem traditionellen Fassanstich eröffnet. Erstmals seit 478 Jahren wurde die BK Kirmes im vergangenen Jahr an einem neuen Termin, nämlich dem ersten Wochenende im Juli, veranstaltet. Die Veranstalter und Schausteller zogen danach eine positive Bilanz. Die angestrebte Marke von 300.000 Besuchern konnte erreicht werden. Ein Wert, der auch in diesem Jahr wieder angestrebt wird. Gründung des Bündnisses Frauenstreik. 30 Frauen aus unterschiedlichen Kontexten wie Aktivismus, soziale Arbeit, Politik, Medien und Kunst sind am Montag, den 25. Juni, am Theater Oberhausen zusammengekommen. Bei diesem Treffen hat sich ein Bündnis gegründet, das mit der Planung für einen NRW-weiten Frauenstreik im Rahmen des Internationalen Frauenkampftages am 8. März 2019 begonnen hat. Auch in anderen deutschen Städten gründen sich derzeit regionale Bündnisse für die Planung von Frauenstreiks. Das Bündnis lädt alle Frauen aus NRW zu einem öffentlichen Planungs- und Vernetzungstreffen am Samstag, den 29. September 2018 um 12 Uhr in den Saal 2 des Theater Oberhausen ein. Keine Untergrenze bei der Sparkasse Duisburg. Direktbanken haben eine Untergrenze für Verfügungen am Geldautomaten eingeführt. Für Kunden dieser Banken ist es dann nicht mehr möglich, weniger als 50 Euro am Automaten abzuheben. Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Duisburg, Dr. Joachim Bond, bestätigt, dass solche Pläne bei der Sparkasse Duisburg nicht existieren. Die Sparkasse Duisburg betreibt 115 Geräte, die mit 10, 20 und 50 Euro Scheinen gefüllt sind. Sparkassenkunden können gebührenfrei an über 25.000 Automaten der Sparkassenorganisation bundesweit verfügen. LKW-Parkplatzsituation in Rheinhausen. Rainer Bischof stellt Kleine Anfrage im Landtag. Der Rheinhauser SPD-Fraktionsvorsitzende Markus Mellentin berichtet über die steigenden Beschwerden von Rheinhauser Bürgern über die Verschmutzung der Grünanlagen und Straßen durch Lkw-Fahrer. So entstehe durch den stetig steigenden Lkw-Verkehr eine Parkplatznot. Viele LKWs würden auf den Straßen nahe den Wohngebieten parken. Der produzierte Müll landet auf den Straßen, da die dafür vorgesehenen Mülleimer überfüllt sind. Der heimische SPD-Landtagsabgeordnete Rainer Bischof hat jetzt eine kleine Anfrage an die Landesregierung gestellt. Denn 2016 wurde schon mit dem Planfeststellungsverfahren für die Erweiterung der Raststätte begonnen. Baubeginn sollte 2018 sein. Zweite Nacht der Geschichte in Moers. Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr wird auch dieses Jahr am 25. August ab 19 Uhr die Nacht der Geschichte in der Moerser Innenstadt stattfinden. In diesem Jahr wird es einige Neuheiten geben. Was sich verändert hat, ist, dass die Nacht der Geschichte größer wird. Im letzten Jahr haben wir mit 250 Besuchern mal restlos ausverkauft. Wir waren sehr überrascht und natürlich auch sehr erfreut über die sehr große Interesse an der Moerser Geschichte. Und wir haben die Kapazitäten erweitert. Also in diesem Jahr bieten wir 3 Rundgänge an, nicht nur 2 Rundgänge, A5 Stationen mit Gruppen maximal 30 Personen. Und so, dass wir letztendlich auf 450 Besucher maximal kommen. An den jeweiligen Stationen lernen die Teilnehmer die Moerser Geschichte kennen und durchlaufen dabei die Innenstadt. Mitunter werden die Widerstandsbewegung und der königliche Hof thematisiert. Die Teilnehmerplätze sind beschränkt. Der Kartenverkauf beginnt bereits morgen an der Kasse des Grafschafter Museum und Geschichtsvereins in Moers. Der Preis beträgt 8 Euro. Reservierungen sind per Mail oder Telefon möglich. Premiumplatz für das Extraschicht-Feuerwerk zu gewinnen. Bei der diesjährigen Extraschicht am kommenden Samstag, den 30. Juni, finden im Landschaftspark Duisburg-Nord von 18 bis 2 Uhr Installationen, Live-Musik, Tanzperformances und ein musikalisches Höhenfeuerwerk statt. 4 Besucher plus Freunde erhalten die Möglichkeit, das Feuerwerk von einer Tribüne mit exklusivem Ausblick zu verfolgen. 2 Premium-Partner der Extraschicht im Landschaftspark Duisburg-Nord führen während der Veranstaltung ein Gewinnspiel durch. Für die Teilnahme an den Programmpunkten ist das Extraschicht-Ticket erforderlich. Tickets sind ab sofort im Vorverkauf und am 30. Juni im Besucherzentrum des Parks erhältlich. MSV Duisburg beim Teddy Cup.
Der MSV nimmt am Sonntag, den 8. Juli 2018, am Teddy Cup in Herne teil. Gespielt wird in der Mondpalast Arena. Der MSV trifft um 14.30 Uhr auf den Dortmunder Oberligisten FC Brünninghausen. Das Finale wird um 16 Uhr angepfiffen. Ein Spiel um Platz 3 gibt es nicht. Einlass ist um 11.30 Uhr. Um 12 Uhr startet Micky Krause mit seiner Show. Dazu gibt es ein Rahmenprogramm mit Fußballdarts, einer Hüpfburg oder einer Tombola, deren Erlös der Stiftung Help and Hope zugutekommt. Die Eintrittspreise betragen 12 Euro für Sitzplätze und 7 Euro für Stehplätze. 579 Wohnungen in Duisburg neu gebaut. Für den Neubau von Wohnungen haben die Bauherren in Duisburg im vergangenen Jahr 266,9 Millionen Euro investiert. Darauf hat das Verbändebündnis Wohnen hingewiesen, in dem sich die Baugewerkschaft IG Bau und die Bauwirtschaft zusammengeschlossen haben. Das Bündnis beruft sich bei den Zahlen auf die aktuelle Baubilanz der fertiggestellten Wohngebäude vom Statistischen Bundesamt. Insgesamt seien bundesweit im vergangenen Jahr knapp 285.000 Wohnungen neu gebaut worden. Die Bundesregierung fordert bis 2021 etwa 1,5 Millionen Neubauwohnungen. Dazu wären 375.000 neue Wohnungen pro Jahr nötig. Das Verbändebündnis Wohnen fordert den Bund, das Land Nordrhein-Westfalen und auch die Kommunen auf, mehr für den Wohnungsbau zu tun. Auch das Wohneigentum in Duisburg müsse endlich wieder effektiv gefördert werden. Duisburger Weihnachtsmarkt soll früher starten. Eine Woche länger mit Glühwein und Geschenkeartikeln locken. Der Weihnachtsmarkt wurde bislang immer am Donnerstag vor dem Toten Sonntag eröffnet. Nun soll er am Donnerstag vorm Volkstrauertag beginnen und dann 6,5 Wochen bis Silvester dauern. Eine entsprechende Vorlage wurde der Kommunalpolitik vorgelegt. SPD und CDU sollen bereits Zustimmung signalisiert haben. Hintergrund ist die Konkurrenzsituation mit großen Weihnachtsmärkten in den drei Städten Essen, Oberhausen und Duisburg. Beim Weihnachtsmarkt im Zentro, der schon in der Vergangenheit früher loslegte als die Wettbewerber in den Nachbarstädten, habe man feststellen können, dass die erste Woche erhebliche Umsatzpotenziale freimacht. Nun wolle auch Essen früher in die Weihnachtssaison starten. Um negative Auswirkungen für die Duisburger Innenstadt zu vermeiden, will Duisburg nun mitziehen. Sonne satt und Höchstwerte bis zu 28 Grad. So schön zeigte sich heute das Wetter in Duisburg. Am Freitag bleibt der Himmel ebenfalls wolkenfrei und mit Temperaturen von bis zu 27 Grad bleibt das Wetter fast unverändert. Auch im weiteren Verlauf des Wochenendes bleibt es sonnig und warm. Den Grillplänen steht also nichts mehr im Wege. Am Samstag gibt es tagsüber einen wolkenfreien Himmel. Nur abends erscheinen vereinzelte Wolken. Dafür bleibt es aber warm bei Temperaturen zwischen 17 und 28 Grad. Ein kleines bisschen wärmer wird es mit dem Wochenendhöchstwert von bis zu 29 Grad am Sonntag. Zum Abschluss des Wochenendes gibt es strahlenden Sonnenschein. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingenter in Neumühl. Liebe Autofahrer, auch am Freitag sollten Sie auf die Geschwindigkeit achten. Denn morgen wird wieder im Stadtgebiet geblitzt. Das Tempo wird unter anderem auf der Düsseldorfer Straße im Dellviertel und auf der Luisenstraße in Ruhrort kontrolliert. Zusätzlich ist der Verkehr durch Baustellen eingeschränkt. Seit Februar laufen Vorbereitungsarbeiten zum barrierefreien Ausbau der Haltestelle im Schlenk in Wannheimer Ort. Im Bereich der Einmündung im Schlenk Düsseldorfer Straße mussten deshalb einige Abbiegebeziehungen gesperrt werden. Von der Düsseldorfer Straße ist weder aus Richtung Innenstadt noch aus Richtung Süden ein Einbiegen in die Straße im Schlenk möglich. Die Ausfahrt aus im Schlenk ist nur rechts in die Düsseldorfer Straße erlaubt. Die Arbeiten werden voraussichtlich noch bis Ende August dauern. Umleitungen sind ausgeschildert. Außerdem wurde Mitte Juni mit dem dritten Bauabschnitt zum Ausbau der Duisburger Straße in Homberg begonnen. Währenddessen ist die Ein- und Ausfahrt der Feldstraße auf die Duisburger Straße für den Kfz-Verkehr gesperrt. Die Feldstraße wird damit zur Sackgasse. Eine Umleitung über die Duisburger Straße und die Mörserstraße ist ausgeschildert. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Ende Juli 2018 dauern. Studio 47 wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine sichere und angenehme Fahrt.